Wie funktioniert ein Mähdrescher? Also wir sehen hier ein Schneidwerk. Bei dem Schneidwerk gehört zu ein Messerbalken. Das sind die Messer mit den Fingern. Dann sehen wir die Haspel mit Haspelzinken. Eine Einzugsschnecke mit Fingern dran. Und den Schrägförderer, da wo das Erntegut nachher hochgefördert wird. Also die Messer bewegen sich und die Finger, die bleiben starr und dadurch wird das Getreide dann geschnitten. Dies ist ein Axialdrescher, das heißt eine große Schnecke ist hier drin, die eigentlich das Korn dann drescht. In dem vorderen Teil findet das eigentliche Dreschen statt. Hier wird der größte Teil an Körnern rausgedroschen. Die Körner fallen dann durch die Siebe nach unten auf den Vorbereitungsboden und das Stroh wird weitergeführt und hier findet in dem Teil die Restkornabscheidung statt. Also in dem Korn finden sich immer noch ein paar Körner, die in den vorderen Teilen nicht ausgedroschen werden konnten. Die Körner werden eigentlich hier von dem Spreu getrennt. Das passiert durch Siebe und Wind. Die schweren Körner fallen durch die Siebe und das Spreu wird durch Wind nach oben geführt. Die gereinigten Körner werden dann hier durch eine Elevatorkette, das ist eine Art Aufzug, durch Paddel werden die Körner dann oben in den Korntank aufgesammelt und die werden da dann später durch ein Entladerohr auf den Anhänger geführt. In den Korntank passen in diesem ungefähr 13 Kubik, das sind gut 6 bis 7 Tonnen. Beim Reinigen werden nochmal unausgedroschenes Material getrennt. Dieses Material wird auch wieder durch einen Elevator vorne ins Dreschorgan zugeführt. Das heißt, das Material wird nochmal gedroschen, um dann wirklich alle Körner aus der Ähre zu kriegen. Bei dem ist das so, hier ist ein Sensor dran, der zeigt einem an in der Kabine, wie viel da jetzt nochmal gedroschen werden muss. Das doppelte Dreschen sollte man eigentlich so niedrig halten, wie es geht, weil dies einfach Kraft kostet. Hier sind wir jetzt am Ende der Maschine. Hier wird dann nachher das Stroh durchfallen über die Rutsche und in ein Schwad gelegt. Die Stroh wird dann entweder in Rundballen oder Quaderballen weiterverarbeitet. Die Stroh kann man als Einstreu, als Futter, aber hauptsächlich wird es als Einstreu genutzt für Bullenställe, zum Teil auch Schweineställe. Man könnte aber auch das Stroh häckseln. Hier ist ein integrierter Häcksler mit drin, der das Stroh dann noch einmal ganz fein häckselt und auf die ganze Breite des Schneidwerks verteilt und somit als Dünger auf dem Feld den weiter dient. Und wie sieht die Kabine aus? Hier ist einmal Display mit Tankanzeige, Motorumdrehung, Geschwindigkeit und noch ein paar Einstellungen. Dann hauptsächlich ist dieser Bildschirm hier, wo nochmal die Stellung von den Sieben gezeigt wird und die Umdrehung, den Abstand vom Dreschkorb und nochmal die einzelnen Details, die wichtig sind. Dieser Mähdrescher ist mit GPS ausgerüstet, also ein Lenksystem, mit dem man dann durch einen Knopf aktiviert und der Mähdrescher dann von selbst fährt. Hier steht jetzt Winterweizen, weil zuletzt damit Winterweizen gedroschen wurde und die Maschine noch auf Winterweizen eingestellt ist. Also es gibt für jede einzelne Sorte andere Einstellungsmöglichkeiten und die werden dann da aufgeführt. Wie viel schafft dieser Mähdrescher? Je nach Flächengröße kann man mit diesem Mähdrescher um die gut 3 Hektar pro Stunde schaffen, wenn man gute große Flächen hat